Herzlich willkommen zu ICF Insights. Immer 10 Minuten vor dem Gottesdienst nehmen wir euch mit rein in Themen, die ja außerhalb des Sonntags sonst noch so abgehen unter der Woche. Und heute geht es ums Kompetenz- und Beratungszentrum. Wir haben Izzy und Martin da, sie sind Ansprechpartner für das Zentrum. Und ganz kurz, was ist denn dieses Kompetenz- und Beratungszentrum im ICF? Wir sind überzeugt, dass Menschen in Not, in Lebenskrisen auch wirklich schnelle und kompetente Orientierung und Hilfe brauchen und haben Räume jetzt zur Verfügung, 4 Beratungsräume, Schulungsraum, wo wir Menschen wirklich auch in der Krise konkret helfen wollen. Das ist steckt hinter diesem Namen. Ja, und wie kommt man auf die Idee, sowas zu starten als Kirche? Was ist die Vision hinter diesem Kompetenz- und Beratungszentrum? Ende Juni hat Gott mir einen Traum geschenkt für eine Vision von einem Beratungszentrum. Ein Raum, wo Menschen einfach kommen dürfen, gesehen werden und gehört werden. Hilfesuchende fühlen sich oft in ihre Verletzungen gefangen, erdrückt von Trauer, Schmerz, Erinnerungen, Angst oder Scham. Und wir wollen für die Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Not, einen Raum schaffen, wo sie kommen dürfen, angenommen und willkommen sind, aber auch vor allem Gottes Liebe, Heilung und Wiederherstellung erfahren dürfen. Ich habe das dann mit Martin geteilt, die Vision. Und seine erste Frage war, wo sind denn die Räume? Und beide zeigten nochmal gleichzeitig Richtung ehemalige Archeräume. Und das war schon ein krasser Moment für mich. In meinem Traum habe ich dann auch noch 3 Frauen gesehen, mit denen habe ich dann die Vision geteilt und alle haben Tränen in den Augen gehabt, weil sie schon mehrere Jahre für dieses Projekt beten. Und dann war mir klar, ich muss mit Sibylle und Steffen das teilen. Habe ich dann noch gemacht. Ich ging letztes Jahr noch in Reha und wollte es kurz davor noch erledigen. Habe das gemacht. Sie hatten dann gesagt, sie haben total Frieden drüber. Und ja, dann war für mich eigentlich die Sache erledigt. Ich habe meinen Job getan und die Verantwortung lag nicht mehr bei mir. Aber der Traum hat mich nicht losgelassen. Und immer wieder kam es und ja, dann im März diesen Jahres, man muss dazu sagen, die Räume waren noch vermietet, also es konnte gar nicht stattfinden. Und im März diesen Jahres kam der Satz auf der Bühne: Auch wenn du noch mitten in deinem Prozess bist, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Bist du ready? Und es ist ganz tief in mein Herz gefallen. Ich habe dann das mit Martin geteilt und er ganz trocken: Ja, ich bin auch ready. Und dann ging es eigentlich so los. Kurz danach hat der Mieter die Räume gekündigt und somit waren sie ab August frei. Und ich glaube, Gott hat einen Plan mit uns und mit unserer Kirche in unserer Stadt, aber auch über Karlsruhe hinaus. Also nicht umsonst haben wir so ein tolles Team an Lebensberater, Seelsorger, Therapeuten. Und ich bin dankbar für die Predigt von Sibylle vor 2 Wochen über die 51%. Dankbar für unsere Pastoren, unser Leitungsteam, die mit uns diesen ersten mutigen Schritt gegangen sind. Und mir wurde echt reich beschenkt. Und wenn wir das uns Mögliche tun, kümmert sich Gott um das Unmögliche. Ja, es ist echt eine Wahnsinnsgeschichte, die sich da aufgetan hat. Falls ihr euch fragt, wo ihr gelandet seid, wir sind bei den Insights. Immer 10 Minuten vor dem Gottesdienst nehmen wir euch mit rein in Themen, die sonst noch in unserer Kirche abgehen. Und heute geht es ums Kompetenz- und Beratungszentrum. Es wurde schon erzählt, was es ist und wie es dazu kam. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst, einen Morgengottesdienst, wo Steffen ganz spontan auf der Bühne gesagt hat: Hey, wir brauchen noch Leute, die dieses Projekt finanzieren. Es war noch nicht ganz klar. Und jetzt meine Frage: Wie ging es denn dann weiter ab diesem Gottesdienst? Ja, das war ein ganz spezieller Wow-Moment, vor allem Sonntag und Montag. Wir haben tatsächlich an diesem Sonntag eine Krisenspende bekommen, sodass wir am Montag schon sagen konnten, wir starten, wir können umbauen, wir können es gestalten, wir können das Team zusammenholen und sagen, wir möchten gerne wirklich konkret werden. Und das sieht auch im Moment so aus, dass wir noch weitere Unterstützung bekommen. Ich danke für jede Spende, die jetzt noch reinkommt. Und Izzy hat auch noch mal konkrete, ganz praktische Themen. Ja, wir sind reich beschenkt worden an Sachspender. Höhenverstellbare Schreibtische, abschließbare Container, Sideboards,
was ganz wichtig war, einen Industriestaubsauger haben wir geschenkt bekommen und auch der Sanitärumbau und der Boden wird auf Spendenbasis verlegt. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, ich höre schon, der Umbau ist in vollem Gange und läuft. Wie ist denn gerade der aktuelle Stand? Also wo sind wir, wann geht's los und ja, was gibt's da? Ja, geplant haben wir tatsächlich Tag der offenen Tür am 11. Dezember. Hoffen, dass die Küche bis dahin auch da fertig ist und das Bistro, damit es auch wirklich dieses herzliche Willkommen sichtbar ist und nicht nur der neue Boden. Und das wäre unser Wunsch, dass wir da wirklich soweit sind. Und im Januar ist das Team von etwa 10 bis 12 Beratern und Therapeuten am Start. Das ist so der Plan. Ja, und wie ist es also, reichen die Leute oder wenn ich jetzt sage, ich habe da so Lust mitzuarbeiten oder Teil davon zu sein, kann man da mitarbeiten? Was braucht ihr? Also wir haben schon angefangen, ganz großer Dank an mein Bistro-Team, die haben nämlich schon angefangen, den Boden rauszureißen. Wir werden jetzt nächste Woche am Mittwoch dort weitermachen und es wird auch schon angefangen, den Boden zu verlegen. Ganz dringend bräuchte man einen Elektriker oder einen Schreiner, die 1 bis 3 Tage Kapazität haben. Die dürfen sich dann gern bei Martin oder mir melden. Und neben den Finanzen herzlichen Dank nochmal für alle, die jetzt bereit waren, auch finanziell für ein Jahr wirklich das Geld zusammenzutragen, bräuchten wir natürlich auch kompetente Therapeuten und Berater. Das Ziel ist aber, dass sie wirklich auch entweder in Ausbildung oder ausgebildet sind. Und dann kann man mich ansprechen, kann man uns ansprechen, ob es auch passt von Konzeption her und von den Träumen. Ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Es geht ja nicht im Dezember erst los, also mit dem Kompetenz- und Beratungszentrum, ja. Aber es gibt ja auch schon einige Angebote davor, also die es jetzt schon seit langem gibt oder die es jetzt auch aktuell gibt. Was gibt es da gerade im ICF? Ja, wir nennen das Individualberatung und wir haben Lebensberater, wir haben Paarberatung, wir haben Paarmentoring und auch Gebetsdienste. Das heißt, unter der Woche findet jetzt schon seit Jahren Unterstützung statt und wer jetzt in der Krise ist, muss nicht bis Januar warten. Okay, und wenn ich jetzt richtig Lust habe, da mitzuhelfen, also wirklich im therapeutischen Sinn, brauche ich dann einen Master in Psychologie oder einen Doktor oder was brauche ich da für eine Ausbildung, Qualifikation, um da mitzuhelfen? Also man braucht tatsächlich eine konkrete Ausbildung, Grundkurse in ICL oder in Transaktionsanalyse oder man ist systemischer Berater. Man braucht kein Psychotherapeut und kein Psychologe sein. Die haben ja dann schon oft auch ihre eigene Praxis, wo wir auch hinvermitteln, wenn es nötig ist. Wir arbeiten mit Ärzten und Psychotherapeuten zusammen, aber fürs Beratungszentrum sollte man einfach auch in Ausbildung sein oder schon abgeschlossene Ausbildung haben. Und Martin, du bist ja auch unser Seelsorgepastor. War denn dein Hintergrund und deine Ausbildung, die dich dafür qualifiziert hat? Ja, ich habe nach dem Theologiestudium immer berufsbegleitend dann auch mich weitergebildet und bin heute Transaktionsanalytiker, Traumatherapeut und bin auch als Supervisor unterwegs. Das heißt, parallel habe ich mich immer weitergebildet. Also falls ihr euch fragt, wo wir sind bei ICF Insights immer 10 Minuten vor dem Gottesdienst. Nehmen wir euch mit rein in Themen, die aktuell sonst noch in unserer Kirche gehen. Und heute geht es ums Kompetenz- und Beratungszentrum. Und Martin und Izzy erzählen uns auch gerade davon. Und wenn ich jetzt akuten Bedarf habe, also ja in einer Krise oder auch, muss ja nicht mal eine Krise sein, einfach ein Beratungsbedarf, wo wende ich mich dann als Hilfesuchender hin, Ratsuchender? Also für alle, die online jetzt dabei sind, auf der Homepage geht man unter Angebote und da gibt es Lebensberatung oder auch für Paare Angebote oder auch Gebetsdienste und wer jetzt im Gottesdienst ist oder in den Standorten im Gottesdienst ist, bei Face-to-Face nach dem Gottesdienst oder in der Ellipse beim Welcome-Team kann man einfach auch sich direkt auch über eine Karte an uns wenden und wir matchen dann zu denen, die Hilfe brauchen und die Hilfe anbieten. Ich danke euch echt wirklich, dass ihr zum einen das macht, zum anderen hier wart, uns Frage und Antwort gestanden habt und bin richtig gespannt, wann es wie losgeht und wünsche euch jetzt einen richtig schönen Gottesdienst. Bis dann.